Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir die Schiffe von Shiver Me Timbers mit relativ einfachen Methoden bemalen können, damit sie auf dem Tisch einfach nach ein bisschen mehr aussehen. Bei den Schiffen gibt es ja die Besonderheit, dass sie nicht wie bei normalen Miniaturen einfach statisch sind, sondern wir haben ja sehr viele Steckverbindungen. Wir haben die Kanonen, wir haben diese Stellrädchen, wir haben die Masten. Und da war für mich beim Bemalen auch die Besonderheit, dass ja die Farbpartikel, die man dann auf das Schiff so aufbringt, immer mehr dazu führen, dass diese Teilchen immer mehr miteinander feste backen und man da sehr gut aufpassen muss, dass man nicht irgendwie dauerhaft was befestigt. Zum Beispiel, wenn man ein Wash hinterher irgendwie aufbringt und dann das Wash in die Vertiefung reinläuft und dann in die Vertiefung bei der Kanone und die Kanone dann super schwer zu lösen ist. Das macht dann einfach die ganze Bemalung etwas komplexer, weil ich dann zwischendurch schauen musste, dass ich die Sachen nochmal gelöst habe, damit sie nicht für immer feste backen. Dann ist aber wiederum das Problem, dass man durch das ganze Rumgegrabbele auch immer wieder die Farbe ein bisschen abschrabbelt. Und da musst du dir einfach klar sein, das Ganze ist ja ein Schiff, was man deutlich mehr als normale Miniaturen jetzt, die man ja nur vorsichtig in die Hand nimmt, damit irgendwo hingeht und die dann wieder stehen lässt. Hier werde ich ja das Schiff auch wieder voneinander lösen müssen, muss neue Laderäume reinmachen, werde gegebenenfalls Segel zustecken oder wegnehmen. Und es kann einfach sein, dass durch das ständige Nutzen die Farbe abgeht. Auch deswegen war es mir wichtig, da eine Bemalung zu wählen, die eher zweckdienlich ist und die ja nicht super viel Zeit in Anspruch nimmt. Also da jetzt in ein Schiff irgendwie 4 Stunden reinzustecken, bei einer Bemalung, die vielleicht kaputt gehen kann, wäre einfach sehr traurig gewesen. Und da war es mir einfach wichtig, eher was Einfaches zu wählen, was trotzdem schöne Varianz in den Farben hat, vor allen Dingen beim Holz. Und da möchte ich einfach die Methoden für zeigen. Grundiert habe ich die Schiffe zuerst in Schwarz, habe dafür dann die Segel und so weiter erstmal abgenommen und die einzeln grundiert, damit ich auch vernünftig an alle Stellen drankomme. Das ist echt sonst eine richtig blöde Arbeit, da in diese hinter die Masten irgendwie dran zu kommen und so. Deswegen habe ich dann einfach die Segel abgenommen und Masten abgenommen und da angefangen mit Schwarz erstmal zu grundieren. Die Kanonen habe ich dafür drauf gelassen, aber auch da geht es eben schon los. Da fangen dann an, die Partikel so ein bisschen mit dem Schiff aneinander zu bappen. Man muss sich einfach überlegen, aber die einzeln zu grundieren, hätte ich einfach keine Lust drauf gehabt. Ich mache das hier mit der Airbrush, das ist für mich am einfachsten, aber wenn du normale Sprühgrundierung da hast, es macht keinerlei Unterschied, dann gehst du es halt so an. Nachdem ich dann alle Schiffe sauber in Schwarz grundiert habe, wollte ich nochmal hergehen, damit die späteren Farben heller strahlen können, das Ganze mit einem Weiß über zu grundieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so eine zenitale Grundierung ist, weil ja, ich habe einfach ein Weiß drüber gesprüht und versucht schon mal Akzente zu setzen. Ich habe so ein bisschen versucht, ich sag mal zufällig unsauber zu machen. Also ich habe ein paar Stellen dunkler gelassen an dem Holz unten dran, einfach damit, wenn ich später mit dem Wash arbeite, da nochmal eine Varianz reinkommt. Das kann man aber auch handhaben, wie man möchte. Mit dem Weiß bin ich dann hergegangen, habe erstmal unten das ganze Holz nochmal ein bisschen übergrundiert. Dann bei den Segeln bin ich auch nochmal drüber gegangen und habe da die Helligkeit so ein bisschen mitgesetzt. Damit wäre dann die Grundierung auch im Endeffekt schon fertig. Dann benutze ich für die Schiffe
eine Farbe von Vallejo Model Color, aber aus der R-Linie. Die habe ich leider vergessen hier zu zeigen. Das ist die Farbe Wood, so einfach Holz. Und die sprühe ich komplett über die Schiffe einmal drüber. Und man kann jetzt schon so ein bisschen sehen, dadurch, dass es an einigen Stellen dunkler ist, an einigen heller, gibt sich da direkt ein anderer Farbton. Ich bin hier einfach eiskalt und gebe das auch über die Kanonen drüber. Da muss ich jetzt nicht sauber vorgehen, weil ich sowieso die anderen Sachen hinterher nochmal in einem anderen Basecode anmalen werde. Genau, und da sprühe ich einfach das komplette Holz vom Schiff mit ein, auch oben die Kanone. Da brauche ich nicht super vorsichtig sein. Dann geht's weiter an die Fleißarbeit. Hier ist jetzt die Farbe auch, die ich vorher dann genommen habe für das andere Holz. Und die möchte ich jetzt für die Masten, für das Krähennest oben benutzen. Also für alle anderen Holzteile, die ich jetzt noch nicht angesprüht habe. Das ist wirklich eine Arbeit, die einfach Fleißsternchen hinterher gibt. Diese ganzen Prömpel da male ich damit an. Wie gesagt, die Masten. Die Farbe, man sieht es auf der Palette, habe ich nicht wirklich verdünnt, weil es halt eine Airbrush-Farbe ist. Und deshalb nehme ich die einfach so von der Palette mit dem bisschen nassen Pinsel und gebe die dann einfach auf alle anderen Holzelemente drauf. Teilweise habe ich dann noch hinterher geschaut, wo mir das Endergebnis in der Deckkraft nicht gefallen hat, weil der Untergrund zu dunkel ist, dass ich nochmal drüber gegangen bin. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die R-Farbe relativ dünn ist und dadurch schneller transparenter wird. Da muss man einfach schauen, wie es einem dann am Ende selber gut gefällt. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Farbe. Da habe ich mir das Charred Brown von Vallejo Game Color genommen. Das verdünne ich bei einer 1:1 mit einem Acrylverdünner. Und dann gehe ich sogar nochmal her und verdünne das Ganze mit Wasser. Da kann ich jetzt keine genaue Angabe machen, das ist mehr so nach Gefühl. Ich wollte auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt nicht mehr eine deckende Farbe ist, sondern mehr so als Layer darüber gemalt werden kann und einfach auf diesen warmen Ton von unten drunter noch so ein bisschen aufbaut und einfach um noch mehr Farbvarianz zu schaffen zum Untergrund, also beziehungsweise zu dem Schiff unten drunter, will ich einfach eine andere Farbe wählen für diese Sockel, wo die Masten reingesteckt werden, für die Reling, die rundherum läuft und für diesen Aufbau, wo die Kanone reinkommt. Und dann gehe ich mit der Farbe halt her und male all diese Teile an. Letztlich passe ich jetzt dabei schon relativ gut auf, wenn ich zum Beispiel diese Steckverbindung gleich anmale, dass ich jeweils innen und außen auch alles erwische und trotzdem aber nicht zu viel von dem Schiff irgendwie noch aus Versehen erwische. Deswegen ist es einfach ein bisschen eine etwas vorsichtige Arbeit, aber jetzt nicht super schwierig. Dann geht es weiter mit den Segeln. Da habe ich mir die Farbe Black Leather von Scale 75 genommen. Das ist ein Schwarz, das ich extra genommen habe, weil es soll kein pures Schwarz sein, sondern eben so ein etwas
ja, runtergetöntes Schwarz. Und da gehe ich jetzt einfach bei allen Segeln her mit einer normal verdünnten Farbe als Basecoat und male die von beiden Seiten an. Und hier gehe ich dann jetzt einfach in zwei dünnen Schichten komplett über alle Segel drüber, weil ich dann nicht mit zu dicker Farbe arbeiten möchte. Und so gefällt es mir dann einfach am besten, wenn ja, die Farbe einfach gut deckend aufgetragen ist. Dann geht es auch schon dran, dass ich die farblichen Unterschiede jeweils für die verschiedenen Schiffe reinbringe. Hier fange ich an mit einem Mediterranean Blue von Scale 75 und ich bemale jeweils die Flaggen und die Aussichtskörbe ein bisschen, also die Flagge immer komplett und die Aussichtskörbe habe ich jeweils ein Holzelement, als ob es angemalt wäre. Mit der Farbe bemalt. Bei den Aussichtskörben kann ich im Nachhinein sagen, war eigentlich Quatsch, weil mit der Nacharbeit das nicht so viel Unterschied gebracht hat. Die nächste Farbe, die ich nehme, ist das Aldebaran Red von Scale 75. Und um nochmal auf die Körbe zurückzukommen, da ist halt so, dass ich hinterher mit einem Wash arbeite, das einfach den Ton nochmal so sehr rausnimmt, dass ich den Unterschied an der Holzbemalung dann nicht mehr so großartig fand. Also ich glaube, das würde ich demnächst weglassen. Für das Grün war dann eigentlich der Plan, zwei unterschiedliche Farben zu nehmen. Nämlich das Flat Green von Vallejo Model Color und das Slimer Green von Scale 75 aus der Fantasy Range. Bei dem Slimer Green würde ich wieder sagen, beim nächsten Mal würde ich es weglassen, weil am Ende hat es mir nicht mehr gebracht, das aufzuhellen. Dann für das Gelb fange ich an mit einem Pale Yellow von Vallejo und darüber kommt dann das Soul Yellow von Scale 75. Das Pale Yellow nehme ich quasi als Grundierung über das Schwarz, weil ich da auch vergessen hatte, mit Weiß nochmal ein Highlight vorher zu setzen beim Grundieren. Und deswegen musste ich da erstmal einen Grund schaffen, damit ich nicht 10.000 Schichten von diesem Gelb malen muss. Deswegen gehe ich hier dann her und mal 2-3 Schichten von dem Pale Yellow und dann nochmal Schichten von dem Soul Yellow drüber. Jetzt möchte ich mich den Metallelementen widmen. Das sind diese Laternen hinten dran, das sind die Kanonen an den Seiten und die Kanone vorne. Um das Metall zu malen, nehme ich eine Metallfarbe von Vallejo. Ich mag diese, ich sag mal, Airbrush-Farben, ich glaube, es steht sogar Airbrush drauf, weil die sehr, sehr gut decken und trotzdem sehr flüssig sind. Das bedeutet aber auch, man muss richtig gut aufpassen, dass sie nicht zu viel auf den Pinsel aufgenommen werden und dann irgendwie wegfließen und dahin fließen, wo man sie nicht haben möchte. Ich habe in dem Fall einfach die Farbe Steel genommen, weil ich die passend finde, eben für diese ganzen Stahlelemente. Und damit gehe ich dann einfach her und bemale die Kanonen und dann hinten diese Laternen eben. Da muss man so ein bisschen gucken bei den Laternen, weil da nicht so ganz klar ist, von wo bis wohin die eigentlich gehen. Ich bin dann einfach sehr großzügig darüber gegangen.
Und bei der Kanone oben muss man einfach aufpassen, dass man ja die Holzelemente nicht mit anmalt. Dann geht es auch schon weiter mit der Galionsfigur. Da habe ich mir was relativ Einfaches ausgesucht mit drei Tönen. Für die Hautpartien nehme ich den Basic Flesh Tone von Scale 75. Für die Haare nehme ich Lilith Yellow von Scale 75. Und für den Körper dieses Sombre Grey von Game Color von Vallejo. Und da gehe ich jetzt einfach in dünnen Basecoat-Schichten zweimal jeweils über die Partien drüber, damit die Farbe einfach gut deckend drauf ist, und den Rest möchte ich dann hinterher erledigen lassen, quasi von dem Wash. Für die Haare hatte ich mir gedacht, sollen einfach blond aussehen, und deswegen nehme ich so einen entsättigten Gelbton, weil mir da ein voller Gelbton zu heftig wäre. Und ja, dieser Sombre Grey, das ist halt so ein blau-grau unbestimmter Ton, der finde ich passt ganz gut zu dem Körper und zu diesen Flossen. Jetzt geht es weiter mit der Farbe White Grey von Vallejo Model Color. Und zwar wollen wir uns die ganzen Totenköpfe auf den Segeln anschauen. Und da habe ich gedacht, ich muss einfach eine einfache Möglichkeit suchen, um diese ganzen Totenköpfe, die so ein bisschen hervorstehen, irgendwie zu akzentuieren. Und weil ich sowieso hinterher noch mit einem Ölwash drüber arbeiten werde, möchte ich es mir einfach machen. Jetzt kann man hier schauen, theoretisch kann man hergehen und die einfach mit der Farbe anmalen. Das wäre aber eine höllische Arbeit für mich, da hatte ich keinen Nerv für. Und so habe ich mir gedacht, werde ich das Ganze einfach trockenbürsten. Wenn du noch nicht Trockenbürsten irgendwie gelernt hast, ist relativ einfach. Man nimmt einen Borstenpinsel, nehme ich in dem Fall, und nimmt sich die Farbe von der Palette, stößt die ganze Farbe quasi wieder auf einem Stück Papier ab, also Klopapier, Zebra, wie auch immer, sodass nur noch die trockenen Pigmente auf dem Pinsel sind, und dann bürstet man vorsichtig gegen die erhabenen Flächen, und dann bleiben diese trockenen Pigmente auf den Flächen zurück und akzentuieren so die Kanten und die Flächen nochmal. Alles, was eben so ein bisschen nach oben rausschaut. Und damit gehe ich jetzt her und gehe über alle Segel, alle Totenköpfe drüber. Und das Ganze mache ich im Endeffekt von allen Richtungen, wende das Segel dabei auch immer, damit auch alles so ein bisschen erwischt wird. Ich gehe vorsichtig vor, zwar, aber mir ist es trotzdem egal, wenn ich dann das Segel doch mal erwische, weil ich hinterher eben mit dem Ölwasch da noch drüber gehen werde. Und dadurch habe ich dann so ein bisschen direkt auch Highlights gesetzt, quasi Fake Highlights. Das Ganze mache ich dann auch nochmal bei den Laternen, die ich ja vorher in der Metallfarbe angemalt habe, weil ich hinterher einen kleinen Lichteffekt da einbauen möchte und ich dafür einfach nochmal ein Highlight vorher brauche, wo ich dann mit diesem Lichteffekt drauf aufbauen kann.
Jetzt geht's weiter mit dem Kontrastmedium, dem Lamia-Medium und zwei Farben, und zwar dem Mood Grain von Malejo Model Color und dem Kontrast Wildwood. Und diese Farben schnappe ich mir und mische die wirklich nach Gefühl. Da könnte ich jetzt nichts zu sagen, einfach an. Ich will eine sehr, sehr dünne Farbe haben, die ich komplett als Wash verwenden kann auf dem äußeren Bereich vom Schiff. Also im Endeffekt habe ich das Ganze dünner gemacht, also mehr Verdünneranteile als Wood Grain und Kontrastanteile. Und dann bin ich sogar noch hinterher einmal hergegangen, habe einen Tropfen Wasser reingetan, um es noch mehr zu verdünnen. Das Ganze mache ich, um noch mal mehr, ich sag mal, Farbvarianz einfach für das äußere Holz reinzubringen, weil ich das auf dem inneren Holz, also dem Deck, nicht verwenden werde. Und so haben wir einfach noch mal mehr unterschiedliches Aussehen. Da gehe ich echt komplett frei einfach von außen drüber. Ich knall das richtig dick da drauf, schaue aber trotzdem, dass ich keine Pools habe und dass ich die gegebenenfalls nach unten immer wegziehe. Und an der Galeonsfigur muss ich natürlich aufpassen, dass ich die nicht mit anmale. Und sonst bin ich da aber relativ unvorsichtig und hau das Ganze erstmal drüber. Hier muss man jetzt schauen, wenn man das Ganze in der Hand halten möchte, dass man eine vernünftige Position findet, weil man sonst immer irgendwie auch die Hand so ein bisschen mit anmalt und dann Gefahr läuft, dass man Farbe schon auf dem Deck verteilt oder so. Und hier ist dann auch zum Beispiel der Punkt, wo die Farbe dann anfängt in die Vertiefung reinzulaufen, an den Lagerräumen, und wo dann man gegebenenfalls gucken könnte, dass man irgendwie anders macht, also dass man die Lagerräume alle einzeln von außen anpinselt, dass man vorher alles auseinander nimmt, aber das wäre mir viel zu aufwendig gewesen. Und so bin ich dann bei allen Schiffen einfach so komplett rumgegangen und habe eben alles von außen mit diesem Wash bearbeitet und nicht die Innenbereiche. Die habe ich erstmal ausgelassen. Dasselbe mache ich auch im Endeffekt jetzt bei den Masten nochmal, mal die von oben nach unten auch mit diesem Wash an, gehe da über alle Holzpartien drüber, die Fahne lasse ich aus, das Segel jeweils lasse ich aus, und ich habe in dem Schritt jetzt noch versucht und habe an den Körben oben jeweils die Partien, die ich ja vorher in einer anderen Farbe abgesetzt habe, habe die ausgelassen, aber auch das war im Endeffekt Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Aber so ist es manchmal, einfach ein bisschen ausprobieren. Dann gehe ich nochmal her und möchte nochmal trockenbürsten. Und zwar verwende ich da die Farben Iroko und Birke Birch von Scale 75. Das eine ist im Endeffekt ja ein bisschen so ein brauner, hellerer Braunton, und das andere ist ein sehr heller, beigeartiger Ton. Den ersten, den dunkleren davon, nehme ich einfach, um nochmal das Wash, was jetzt vernünftig getrocknet ist, so ein bisschen wieder hochzutönen, damit es nicht so sehr dunkel aussieht. Ich will aber auch wieder, dass es jetzt nicht ein super schwieriger Arbeitsschritt ist, deswegen einfach auch wieder trockenbürsten, um das Ganze einfacher zu gestalten. Man sieht es dann auch teilweise hier auf den vorne am Bug, da die Seiten, dass die ja sehr dunkel geworden sind. Und wenn ich jetzt hier einfach mit dem Trockenbürsten die Flächen wieder hocharbeite, dann habe ich auch für später wieder mehr Varianz. Es sieht einfach ein bisschen unterschiedlich aus im Holz, und ja, das fand ich die einfachste Möglichkeit dafür. Und im Endeffekt gehe ich damit wirklich komplett
bei allen Schiffen nochmal her, mache das so ein bisschen zufällig. Dann gehe ich auch nochmal über die Aussichtskörbe damit und die Außenprömpelchen an den Segeln ganz vorsichtig und versuche das Segel dabei nicht mit zu erwischen, um da auch wieder die Farbe so ein bisschen ins wärmere Holz zu gestalten und das nicht so dunkel zu haben. Und mit dem Birketon mache ich dann im Endeffekt das Gleiche. Nur schaue ich, dass ich da jetzt weniger Flächen außen am Schiff mit akzentuiere und Flächen einfach nochmal so ein bisschen mehr mit aufhelle. Dann gehe ich damit über die Reling einmal so drüber, um da Kantenakzente mitzusetzen und die Sockel nochmal mehr an der Kante zu akzentuieren. Dann gehe ich auch wieder bei den Segeln her und schaue da, wo hätte ich gerne hinterher Highlights und fange einfach an, die auch mit dem gleichen Trockenbürstenprozess so ein bisschen herauszuheben. Oben auf dem Deck gehe ich dann auch nochmal her mit der Farbe Birch und versuche da so ein bisschen diese Kanten noch mehr rauszuheben und das Deck so ein bisschen auf Unterschied zu trimmen irgendwie. Da versuche ich dann auch wieder bei allen vier Schiffen so ein bisschen zufällig das Ganze zu gestalten, dass es nicht so einheitlich aussieht und habe damit wieder ein bisschen eine Grundlage hinterher für die Washes, die ich verwenden möchte. Für die farbigen Segel nehme ich jetzt jeweils als Wash in Anführungszeichen jeweils einfach ein Citadel Kontrastfarbe und da kann man aber auch theoretisch einen Wash nehmen. Ich nehme jetzt hier das Blood Angels Red, um einfach die Flagge anzumalen, passe auf, dass sich keine Pools bilden, streiche das wieder nach unten aus und das mache ich bei allen Flaggen jeweils mit der Farbe, die ich haben möchte. Dann nehme ich Thalassa Blue für die blaue Flagge. Dann das Warp Lightning für die grüne Flagge und das Ioniden Yellow für die gelbe Flagge, ganz einfach. Als letzten Schritt möchte ich jetzt Öl- bzw. Emaille-Washes auf das Holz vom Schiff und auf die Segel aufbringen. Und für das Holz nehme ich das AK Woodwash, das ist ein Emaille-Wash, und für die Segel alle schwarzen Bereiche nehme ich das Dark Stains Öl Wash von Scale 75. Das nehme ich dann auch hinterher für die Kanonen. Das habe ich aber nicht mehr auf der Kamera mit aufgezeichnet. Wer noch nicht mit diesen Washes gearbeitet hat und die kennt, der kann sich vielleicht auch nochmal mein letztes Video zum Thema Grimdark Bemalung anschauen, weil ich da nochmal näher drauf eingehe. Deswegen werde ich das jetzt nicht so
im Detail beschreiben. Bei diesen Washes geht es im Endeffekt darum, dass die aufgrund ihrer Zusammensetzung nicht wie die Acrylwashes funktionieren, mit denen man normalerweise arbeitet, sondern dass die hier eben auf anderer Basis funktionieren, und weil die Inhaltsstoffe einfach anders sind, kann man die noch mit einem Terpentinersatz bzw. White Spirit oder wie man das jetzt auch mal nennt, kann man das Ganze nachbearbeiten, kann man das wieder entfernen. Dadurch ergeben sich ganz schöne Möglichkeiten. Man kann dann zum Beispiel dieses Woodwash antrocknen lassen, kann es trocken föhnen und kann danach mit einem Wattestäbchen und mit diesem Terpentinersatz das Ganze wieder runterreiben und dabei aber immer noch in den Vertiefungen Reste zurücklassen. Und dadurch ergibt sich dann eben, dass ich am Anfang zum Beispiel Highlights gesetzt habe, die ich jetzt wieder freilege dann durch dieses Runterarbeiten. Und das würde eben bei einem normalen acrylbasierten Wash gar nicht so funktionieren, weil das einfach Sachen einfärbt und dann nicht mehr runtergeht. Für die Arbeit mit diesen Washes nehme ich einen alten Pinsel, weil durch die Arbeit mit dem Terpentinersatzmittel gehen die Pinsel einfach kaputt, und nehmt dafür bitte nicht den besten Pinsel. Wenn du sonst noch nicht damit gearbeitet hast, dann würde ich dir auch sagen, mach das bitte dort, wo gute Belüftung ist, weil dort einfach Chemie drin ist und das Ganze dünstet aus. Das ist nicht schön, wenn man das die ganze Zeit einatmet. Ansonsten sieht man ja schon, dass dieses Wash sehr flüssig ist und quasi automatisch in alle Vertiefungen durch die Kanten durchfließt. Das ist immer sehr praktisch und deswegen verwende ich das auch sehr gerne. Und jetzt in diesem Fall hier möchte ich wirklich die kompletten Holzteile, auch vorne die Galionsfigur und das gesamte Schiff im Endeffekt auf Deck und die Masten möchte ich damit bearbeiten, um dann im zweiten Schritt das Ganze trocknen zu lassen und hinterher wieder runterzuarbeiten. Auch bei den Kanonen gehe ich relativ unsanft einfach dran vorbei und gehe da auch über die Holzstücke nochmal drüber. Da ist es auch nicht schlimm, wenn das so ein bisschen auf die Kanonen draufläuft. Das kann ich ja auch hinterher einfach wieder wegmachen, wenn es mich irgendwie stört. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man sich wirklich im Kopf behält, das Ganze ist nicht wie die normale Acrylfarbe, sondern eben andere Bestandteile, und ich kann jetzt nicht hergehen und diese Washes irgendwo drauf malen und dann sofort irgendwie eine andere Farbe dann nass reinmalen oder sonst was. Das geht einfach schief. Das Ganze hat eine sehr viel längere Trocknungszeit, also es kann noch Tage später, kann davon was an den Fingern hängen bleiben, wenn man damit arbeitet. Da muss man wirklich schauen, dass man das Ganze richtig gut durchtrocknen lässt. Bei den Segeln bin ich dann wirklich einfach mit dem Darkstains Wash drüber gegangen und habe das auch am Ende nicht mehr runtergenommen, sondern es einfach so drauf gelassen und trocknen lassen und auch nicht mit dem White Spirit eben wieder entfernt. Und hier sieht man jetzt dann das Entfernen von dem Wash, nachdem das Ganze wieder angetrocknet ist, beziehungsweise bei mir trocken geföhnt ein bisschen. Dann nehme ich mir mein White Spirit, tue das in ein Schälchen rein, schnapp mir ein Wattestäbchen und dann fange ich an, da wo ich weniger von dem Wash haben möchte, das Ganze einfach mit dem feuchten Wattestäbchen runterzureiben. Und man sieht schon, dann wird das Wattestäbchen auch schmutziger werden. Und dadurch zeigt sich eben, wie viel man dann entfernt, und da kann man einfach vorgehen, wie man dann möchte und wie es einem gefällt. Mir ist es eben wichtig, dass ich die vorher gesetzten Highlights auf Deck wieder
quasi freilege, dass man da diese trocken gebürsteten Stellen besser sieht wieder. Und vor allen Dingen an der Außenfläche, wo ich ja auch vorher einige Highlights schon gesetzt habe, dass die besser zu sehen sind. Aber da gehe ich relativ frei drüber und schaue einfach, wie es mir gut gefällt. Unten drunter sieht man jetzt auch schon die Nachteile von solchen Washes, die so flüssig sind. Ja, es erklärt sich von selbst. Das Ganze läuft einfach darunter, läuft in diese Lagerzwischenräume und man hat hinterher einfach den Schmutz unten drunter. Und da musste ich dann auch nochmal hinterher gehen und das Ganze von unten mit der Farbe, mit der normalen Acrylfarbe, nachdem alles richtig durchgetrocknet war, wieder einsprühen, um den Grundton herzustellen. Da muss man sich einfach überlegen, ob man das so haben möchte. Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Eigentlich ist nach dem Wash entfernen nicht mehr viel passiert. Ich habe die ganzen Schiffe trocknen lassen und da ein Varnish drüber gesprüht, beziehungsweise ein Matt-Varnish zuerst und dann ein Ultramatt-Varnish von der Firma AK. Dann habe ich noch ein paar Sachen gemacht außerhalb der Kamera, die jetzt nicht so interessant noch zum Ende hin waren. Und zwar habe ich die Kanonen noch mit einem helleren Metallton nochmal kurz gehighlightet. Und was ich jetzt hier an der Stelle weggelassen habe, weil es wirklich reine Airbrush-Arbeit war, waren die Laternen am Heck. Da habe ich einfach in verschiedenen Schichten mit Gelbtönen was drüber gesprüht, so dass es ein wenig nach einem Licht aussieht. Aber das fand ich jetzt an der Stelle nicht so zweckdienlich, das auch noch zu zeigen. Und dann ist hinterher noch aufgefallen, dass natürlich die Segel vorne und hinten auch noch farblich unterscheidbar sein müssen. Das hatte ich gar nicht mehr im Blick. Und deswegen bin ich da nochmal mit der jeweiligen Spielerfarbe hergegangen und habe dann jeweils dieses Holzstück obendrauf auch noch in der Spielerfarbe einmal abgesetzt. Dann bin ich nochmal hergegangen zum Schluss und habe jeweils die Totenköpfe auf dem mittleren Mast in einer weißen Farbe einfach angemalt, damit die sich von dem Segel ein bisschen absetzen und besser erkennbar sind. So, und jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie die Schiffe in ihrer Funktionalität durch das Bemalen gegebenenfalls beeinflusst sein können. Die Rädchen und Lagerräume funktionieren. Wie schon mal angekündigt, die Lagerräume habe ich relativ hart nochmal auseinander machen müssen, damit die sich wieder voneinander trennen, weil gerade diese Stecker da richtig zusammenbacken können. Und man sieht es jetzt hier mit dem Mittelmast, der wird schon deutlich schwieriger rauszunehmen, weil aber auch die Steckverbindungen, finde ich, sehr gut sind. Also da ist nichts wackelig, heißt aber eben auch, wenn da was zwischenläuft, dann wird es umso schwieriger, das zu entfernen. Die Kanonen waren für mich mit auch das Schwierigste. Die habe ich wirklich zwischendurch nochmal rausgeholt, habe die Ränder davon sauber gemacht, damit die wieder richtig reingesteckt werden können. Und da muss man eben aufpassen, dass durch das Rausziehen und das Festhalten sind die Farben auf den Kanonen eben auch schneller angegriffen. Dann die Steckverbindung für das Schiff, um das vorne und hinten quasi aneinander zu machen. Auch die wird beeinflusst werden durch Washes und Farbe. Man sieht, ich arbeite mir da echt einen ab, um das auseinanderzuziehen. Es wird einfach schwieriger. Dann wollte ich ja noch ein paar Worte sagen für Ausweichmöglichkeiten. Und zwar ist es ja so, dass man gegebenenfalls diese Ölwashes nicht benutzen kann oder möchte oder dass man bestimmte Farben nicht hat. Wenn du jetzt bestimmte Farben wie
wie dieses Birch von Scale oder was auch immer nicht hast, das ist ja gar kein Problem. Es gibt ja für alles ähnliche Farben. Schau einfach, welche Farbe bei dir vielleicht ähnlich aussieht und guck, was bei dir dann passen könnte. Also das tut dem Ganzen ja keinen Abbruch, da ähnliche Farben einfach nur zu nehmen. Und genauso wäre es eben mit den Washes oder Kontrastfarben. Auch die sind ja austauschbar. Also man kann ja statt einer roten Kontrastfarbe kann man ein rotes Wash einfach nehmen und es wird auch passen. Dann, wenn man keine Ölwashes zu Hause hat oder es anders machen möchte, könnte man jetzt ja auch einfach hergehen und das Schiff anmalen in den Grundfarben, die man haben möchte. Könnte dann gegebenenfalls mit einem braunen Wash arbeiten, das vielleicht sogar verdünnen und in mehreren Schichten arbeiten und da so ein bisschen zufällig das Ganze nochmal einzuarbeiten, dass sich auch wieder Varianz in den Holztönen ergibt. Und danach, wenn das Ganze trocken ist, das Ganze vielleicht trocken zu bürsten und dann Highlights zu setzen dadurch. Auch so hat man ja wieder die Grundfarbe, den Hauptton und die Highlights und ja, spart sich damit dann dieses Ölwaschen, falls einem das wichtig ist, das anders zu machen. Dann bleibt mir an der Stelle eigentlich auch nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ihr könnt ja gerne mal berichten, wie ihr das jetzt mit euren Schiffen angegangen seid, ob ihr die Teile auseinandergebaut habt, wie ihr hinterher eure Arbeitsmethoden gewählt habt und was bei euch daraus gekommen ist. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.